Hier werden jetzt für 10 Minuten alle Kerne der CPU voll ausgelastet. Das MacBook Pro 2019 mit i9 hört sich dabei während des gesamten Tests so an. Und das neue MacBook Pro mit dem M1 Max hört sich während des gesamten Tests so an. Also ihr merkt, die Lüfter beginnen dann schon aufzudrehen, wenn das Gerät unter volle Last gesetzt wird, aber auch da sind sie dann wirklich nur sehr dezent zu hören. Im Prinzip kennen wir das gleiche ja auch schon vom M1-Chip. Lüfter drehen erst sehr spät auf, die aber extra.